Fat-Attack und zu diesem Workout heute. Zu diesem Workout gibt es zwei Dinge zu sagen und damit wir direkt ins Training einsteigen, ich freue mich nämlich, dass ihr eingeschaltet habt und Motivation habt, lasst uns schon mal zum Warm-up auf dem Platz marschieren und einfach die Arme beide groß kreisen. Das ist unsere Warm-up-Bewegung, die machen wir jetzt 2 Minuten lang. Und während dieser Bewegung erzähle ich euch ein bisschen, was das heutige Workout beinhaltet. Das Workout, was ich heute mit euch trainiere, dazu liegt hier unten schon der Trainingsplan und diesen findet ihr auf meiner Seite www.fatattack.de. Da könnt ihr euch den kostenlos runterladen, wenn euch das Training gefallen hat. Dann könnt ihr das einfach zu Hause auch nach diesem Plan nochmal nachtrainieren. Und auf meiner Seite findet ihr genauso das neue Programm. 5 Wochen Last Minute Summer Body Training. Wenn ihr denkt, boah, ich will noch ein bisschen was tun, bevor ich in den Sommerurlaub fahre, schaut mal rein. Das ist ein richtig großes Programm. Beinhaltet Training, Ernährung und Motivation. Also ihr bekommt ein komplettes Rezeptpaket abgestimmt auf 5 Wochen Power Training. Nochmal weiter, die Arme kreisen immer noch, wir marschieren. Das heutige Training ist ein Krafttraining mit Fatburner-Elementen. Das heißt, wir versuchen wirklich richtig große Full-Body-Übungen zu machen. Fokus auf Bauch, Beine, Po-Muskulatur. Wir wiederholen jede Übung 3-mal. Immer für 45 Sekunden. Manchmal auch für 30, wenn wir die Beine wechseln müssen. Aber das erkläre ich euch alles direkt nach dem Training. Oder direkt während dem Training. Noch 2 Armkreise. Okay. Überkreuz, Ellenbogen, Knie. Für 1 Minute und dann geht's schon los. Drehe ich im Oberkörper locker mit. Sehr schön. Versuch nach und nach immer weiter mit dem Ellbogen ans Knie zu tappen, ja, dass du wirklich merkst, dir wird es von der Atmung her. Klar, du machst Sport, der Puls steigt, die Atmung wird schneller und du fängst an, die Muskulatur aufzuwärmen. Darum geht es jetzt hier erstmal. Okay, wir schütteln uns durch und die erste Übung im Plan ist direkt noch eine schnellere Warm-up-Übung. Das ist nämlich eine Jumping-Jack-Variante. Und damit ihr überhaupt wisst, was ihr machen sollt, zeige ich euch die natürlich. Also wie gesagt, wir machen 3x45 Sekunden. Immer 15 Sekunden habt ihr dazwischen Zeit, um mal kurz durchzuatmen. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, wie die nächste Übung aussieht. So. Und zwar sind es Cross-Checks. Wir starten geöffnet. Und wir fangen an. 45 Sekunden. Hier immer kreuzen auf. Jump ganz locker und weich. Unsere Zeit startet ab jetzt. Jawohl, sehr schön. Lande weich. Ich zeige jetzt mal eine Variante, wenn ihr noch nicht springen könnt oder wollt. Dann tappt ihr mit der Armbewegung. Hier einfach locker side to side, okay? Ansonsten kreuzen Arm und Bein gemeinsam. Sehr gut. 3 Sekunden. Pause. Das war erster Durchgang. Und wie gesagt, alles kommt 3-mal. Wir wollen ja intensiv trainieren.
zweite Runde. Let's go. Spring ganz weich. Benutzt die Beine wie Stoßdämpfer. Also spätestens nach den 3 Minuten ist es euch warm und ihr seid ready fürs Training. 15 Sekunden, dann haben wir den zweiten Durchgang schon geschafft. Super macht ihr das. 3 Sekunden. Wir marschieren bzw. schütteln uns einfach so ein bisschen durch. Tief durchatmen. Sehr gut. Dritte und letzte Runde. Let's go. Jawohl. Schön weich. Wenn du Untermieter hast, machst du hier diese Bewegung. Dann tappst du einfach nur richtig flott oder hüpfst ganz leise. Federt euch ab. Jawohl. Ihr braucht für das heutige Training Hanteln. Wenn ihr keine Hanteln habt, könnt ihr Wasserflaschen benutzen. 3 Sekunden. Perfekt. Schüttel dich durch. Nächste Übung. Ich nehme jetzt meine leichteren Hanteln. Ich habe 2 verschiedene. Diese wiegen jetzt 2 Kilo pro Hantel. Für die Kombibewegung sind die ideal. Ich habe aber auch noch Hanteln, die 7 Kilo pro Stück wirken. Die benutze ich für die ruhigeren großen Kraftübungen. Okay. Die folgenden 3x45 Sekunden sind gesplittet. Wir machen immer Hälfte der Zeit vorderes Bein, Ausfallschritt plus Box. Ja, hier. Du kannst die andere Hantel unter dem Kinn positionieren. Ab jetzt läuft die Zeit. 20 Sekunden. Stabil und gleichmäßig. Ausfallschritt plus Box vor. Ja, jetzt spür die Kraft. Standbein ganz ruhig. Immer schön tief gehen. Einmal noch mit dem vorderen Bein. Wechsel jetzt aufs hintere Bein. Sehr gut. Ja, schieb dich hier. Beug, schieb dich hoch. Das ist jetzt Beintraining, Beinrückseite. Wir machen eine kurze Pause und dann wiederholen wir das. 2 Intervalle mehr. Achte darauf, dass beide Füße schön ruhig stehen. Zieh die Schulter nach hinten, lass den Rücken gerade. Vorderes Bein beginnt. Drück dich hier mit Kraft hoch. Der Oberkörper ist ganz aufrecht, leicht vorgelehnt. Seite. Hinteres Bein beginnt. Geh schön tief. Drück dich hoch. Lass den Arm weit nach vorne boxen. Bleib gerade. Das war Runde 2. Es kommt danach jetzt dritter und letzter Durchgang. Wieder startet das vordere Bein. Let's go. 20 Sekunden und 20 Sekunden. Genau genommen 22,5 Sekunden, dass wir exakt die Hälfte haben. Jawohl.
nochmal schön zusammen und wechseln jetzt. Hinteres Bein. Nach diesem Durchgang trinken wir Asanas, auch ganz wichtig während dem Training. Flüssigkeit. Mach noch einmal. Diese Übung ist geschafft. Wir lassen die Hand hinter uns und trinkt gerne erstmal einen Schluck. Schüttelt euch dabei etwas durch. Okay, Übung Nummer 3 ist für die äußere Beinmuskulatur. Auch hier splitten wir auf 2x 20 Sekunden. Ihr braucht nur eine Hantel. Wir arbeiten jetzt zuerst mit dem rechten Bein. Dafür geht, jetzt muss ich selber überlegen, die Hantel in die linke Hand, rechtes Bein hinten kreuzen, Lift Side. Ja, ist ein bisschen komplex, ein bisschen Gleichgewicht erforderlich. Ihr dürft schon mal direkt mit anfangen. Lasst uns erstmal langsam üben. Hier beugen. Lift Side. Ganz ruhig. Dein Standbein, das linke, ist super, super fixiert. Ja, das haltet ihr ganz ruhig. Atme durch. Lass den Arm gestreckt, lass das Bein gestreckt sich heben. Und lift. Kniebeuge, Lift. Der Standfuß, das Standknie sind echt ruhig. Genau übereinander und Lift. Wir machen jetzt mal einen Intervall komplett hier fertig. Ich möchte mal, dass ihr das hier in dieser Seite schön spürt. Und danach machen wir die zweite Seite. Super. Und exakt dieselbe Übung im zweiten Durchgang kommt ihr jetzt mit dem linken Fuß. Wichtig ist, kreuzt und lasst trotzdem das Standbein, Knie über Fuß gelagert. Es geht hier los. Wow. Balance finden. Jeder hat eine Schokoladenseite. Welche ist eure? Geh sanft tief, lift dich stabil hoch. Bein und Arm gestreckt, hier lift. Richtig Kraft spüren. Okay, dritter Durchgang, 20 Sekunden. Rechtes Bein, 20 Sekunden, linkes Bein. Hinten kreuzen, erste Seite startet. Fixiert ihr am besten mit den Augen vor dir einen Punkt. Ihr könnt den Bildschirm angucken und dann ganz geradlinig, gleichmäßig tief, fest hoch. Die Kunst ist, den Oberkörper echt stabilisieren und festhalten, dass ihr nicht wackelt. Noch einmal auf dieser Seite. Jetzt wird gewechselt. Direkt hier. Jawohl, jawohl. Mach noch einmal. Sehr schön, super. Die war jetzt echt komplex und vielleicht auch ein bisschen eine Herausforderung. Die nächste wird überschaubar. Ich benutze jetzt die schweren Gewichte. Und zwar sind es Swings. Wir stehen leicht geöffnet. Hantel sind hier. Und wir schwingen. Wir gehen Kniebeuge, wir schwingen. Die Bewegung kommt nur hier aus dem Becken. Dein Rücken bleibt gerade.
Ja, der Becken pusht. Und zusätzlich schwingst du die langen Arme nach oben hoch. Also nicht hier den Kopf runter. Ich sage das auch ein paar Mal zwischen der Übung. Kopf ist oben, Rücken lang. Ihr wollt die Beine und den Po und die gesamte hier Beckenlinie trainieren. 3x45, das wird jetzt eine lange Runde. Wir haben noch Zeit. Wir lassen die Beine geöffnet. Die Handeln schön eng aneinander, die Arme sind lang. Wir gehen als erstes nach unten. Jetzt. Und hier, Swing. Auf Schulterhöhe. Kopf ist oben. Gerade Rücken. Spann Bauch und Po. Spann Bauch und Po. Jawohl. Ja. Die Übung hat Schwung. Aber ganz kontrollierten Schwung. Hier spann den Po, spann den Bauch. Sehr gut. Lass die Arme schön lang. Zieh. Vorbeuge spannen, Kniebeuge, Lift hoch. Lift hoch. Okay. Ich reduziere jetzt mal. Und mach den Schwung mit nur einer Hantel. Immer noch 7 Kilo. Lange Arme. Atme mal tief. Zweite Runde. Das Gewicht sollte nicht zu leicht sein, aber auch nicht zu schwer. Spann das Becken. Push den Po. Lass den Kopf oben. Versucht die Hinweise umzusetzen. Leute, ich will echt, dass ihr die Übung gut macht. Dann ist die perfekt für Po und Beine. 15 Sekunden. Jawohl. Jawohl. Das kann man auch super mit einer Kettlebell machen. Mit so einer richtigen Schwungkugel. Okay. Schüttel dich durch. Anstrengend. Sehr gut. Durchatmen. Nächste Runde. Die letzte. Beug die Beine, push das Becken. Hier. Die nächste Übung, die kommt, ist dann am Boden. Ihr braucht dafür dann eine Hantel. Und die nächste Übung ist unsere Bauchmuskeln. Wir haben jetzt hiervon noch 20 Sekunden. Beine aktivieren. Push den Po. Spann das Becken. Durchatmen. Sehr gut. Hopp. Perfekt. Für die Bauchmuskeln kommt jetzt eine erste Übung. Du gehst jetzt langsam mit der Hantel nach unten, legst dich in Rückenlage, streck die Arme hoch, streck die Beine hoch und jetzt fest den Rücken am Boden fixieren. Ihr könnt leicht den Kopf heben. Wir machen hier gestrecktes Beinelift. Dreimal. 45 Sekunden. Ist noch voller, wir haben noch Zeit. Wem das zu anstrengend wird, könnt ihr als Variante ein Bein nach dem anderen absinken. Das ist deutlich leichter. Achtung, es geht los. Lifte leicht den Kopf. Lass den Rücken ganz ruhig liegen. Die Arme sind gestreckt. Und dann fangen wir hier an, gestrecktes Bein senken. Gestrecktes Beine heben. Ganz geradlinig, ganz ruhig. Viele von euch kennen die Übung. Die ist super. Und wenn ihr es schafft, geht bis an das Gewicht dran. Richtig hier. Roll dich hoch. Atme durch. Jawohl. Also wer jetzt nicht schwitzt, ist selber schuld.
Und wer jetzt die Muskeln nicht spürt, ist auch selber schuld. Das kommt jetzt richtig, unser Körper, absolute Action, oder? Pause machen, Füße abstellen, Hantel kurz tief, atme durch, erholen, streck die Arme, lifte beide Beine nach oben, mach die Beine fest, hebt Kopf und Schultergürtel, Doppelkinn machen, tief die Beine, Beine hoch, hopp. Ganz ruhig. Bei den Kraftübungen haben wir keine Eile. Wir lassen uns Zeit. Wir atmen durch. Und wie gesagt, als Variante gerne ein Bein nach dem nächsten. Dann ist es deutlich leichter. Ihr könnt ein richtiges Doppelkinn machen. Endspurt Runde 2. Pause machen, Füße auf den Boden, Kopf ablegen, Gewicht zur Brust, durchatmen. Für die dritte Runde muss man sich immer motivieren, ich weiß, ich auch, aber wir schaffen das. Wir ziehen es durch, Arme strecken sich, Beine lang nach oben, Kopf anheben, dritter, letzter Durchgang. Komm. Sehr gut. Sehr gut. Und nochmal. Atme durch. Jawohl. Okay. Leute, kommt in den Sitz hoch. Sehr schön. Es kommt wieder eine Übung im Stand. Und ab jetzt verkürzen wir die Zeit auf 30 Sekunden Intervalle. Einfach aus dem Grund, weil ich den gesamten Plan gerne mit euch machen möchte, aber das Workout jetzt nicht viel länger als 30 Minuten gehen darf. Und aus diesem Grund machen wir jetzt lieber die Übungen hintereinander, dass ihr sie auf jeden Fall auch als Video habt. Und ich verkürze die Zeitspanne. Ihr braucht jetzt, wenn ihr habt, schwerere Gewichte. Die nehmen wir uns eng hier. Wir machen jetzt Deadlifts, Kreuzheben. Geht tief, Gleiter an den Beinen entlang, der Po geht rück. Hoch, Schulterzug, Delta Lift. Diese beiden Übungen kombinieren wir miteinander bei jeder Wiederholung. Und ihr könnt gerne schon mal mitüben, bevor die Zeit läuft. Die Gewichte sind eng an den Beinen. Schiebt den Po nach hinten, lasst den Rücken gerade. Komm hoch, zieh die Schultern. Ja, komm, die Bewegung hier. Rücken lang, 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 lang. Also konzentriert euch drauf, euer Rücken will gestreckt bleiben, der Po zieht rück. Und runter hoch. Schaut mal, bei der Ruderbewegung sind die Ellenbogen nach außen gerichtet. Hier gehen wir gerade, Rücken tief. Komm hoch, Spannbauch und Po, Lift. Erste Runde war das. Kurz lösen alles. Zweite Runde. Po rück. Spann. Zieh hoch. Immer weit nach hinten rauf. Dein Rücken ist lang, 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 lang. Der Po zurück. Jawohl. Pause machen. Öffne hier mal die Schultern. Zieh dich in die Länge. Atme durch. Letzte Runde. Sehr gut. Jawohl.
So, wir legen die schweren Gewichte weg und nehmen uns jetzt nochmal die leichten Gewichte. Nächste Übung. Wir stehen eng, Bizeps. Und jetzt gehst du einen Schritt nach rechts, Bizeps, einen Schritt nach links, Bizeps. Und schaut mal, rechts beugt mein Bein, Po geht rück, links beugt mein Bein, Po geht rück. Ihr braucht jetzt richtig Platz in jede Seite. Wir starten geschlossen, lange Arme, geh nach rechts. Ja, hier. Po rück. Dein rechtes Bein geht hier seitlich. Schließ, Bizeps. Linkes Bein seitlich. Schließ. Geh hier tief, tief, tief. Das ist eine super Übung für unsere inneren Beinmuskeln. Jawohl. Kurz locker lassen. Es kommt Runde 2, exakt dasselbe. Unser Rücken bleibt immer gerade. Wir gehen nach rechts. Po nach hinten. Bizeps. Bizeps. Jawohl. Bizeps. Nochmal. Wie gesagt, schieb den Po zurück. Ganz weit nach hinten raus. Bei mir zur Wand. Bei euch. Vielleicht zur Couch, aus dem Fenster, egal wohin. Dritte und letzte Runde. Und dann haben wir noch zwei Übungen. Jawohl. Also ihr seht, Fokus liegt absolut auf Beine, Po und Bauch. Aber hier zum Beispiel arbeiten unsere Armmuskeln mit. Und das macht jede Übung sehr intensiv. Und deswegen deklariere ich das auch als Fettburner-Training. Ja, wir wollen wirklich viel Energie während dem Training verbrauchen. Mach jede Übung schön groß. Lass deine Muskeln arbeiten. Spür deine Muskeln richtig pumpen. Gut. Ich nehme jetzt die leichteren Gewichte. Ich mache die Übung jetzt auf Tempo. Wir legen die Gewichte auf die Schultern. Wir machen Thrusters. Das ist eine Druckbewegung nach oben. Und hier spannst du. Mach direkt mit Bauch und Po fest. Die Übung ist schnell kräftig, unser Kopf ist oben, wir sinken in die Beine, wir drücken hoch. Thrusters, so heißt die. Ich nehme jetzt in der Mitte mal die schweren Gewichte, damit ist das Hardcore. Nochmal. Mach dich hier kurz fest, sink tief, fest, sink tief. Ja, je öfter ihr diese Übung macht, umso geläufiger wird es euch. Ihr könnt ja immer das Video dazu nehmen. Ellenbogen zum Knie. Und ich nehme die leichteren Gewichte im dritten und letzten Durchgang. Okay, positionier dich gut. Dann kommt noch eine Übung unten am Boden. Die letzten anderthalb Minuten laufen gleich für uns. Super macht ihr's. Es ist anstrengend, ich weiß. Aber genau das ist es. Das macht dich besser, wenn es anstrengend ist. Muss dein Körper aus der Komfortzone raus. Okay, trink noch etwas und dann kommt unsere letzte 3x30 Sekunden Übung. Eine Hand.
Hantel dir hinlegen. Und zwar gehen wir in den Stütz. Beide Füße zeigen exakt zu dir. Du nimmst das Gewicht, du drehst die Füße nach vorne zum Bildschirm, du rotierst mit dem Körper mit und drehst ein und wechselst. Drehst die Füße auf die andere Seite. Ja? Rotation im Plank. Die tut gut, die Übung, die öffnet jetzt nochmal schön unseren Rumpf. Also, lass uns starten. 3x30. Füße zeigen im Moment in der Ausgangsposition zu uns. Jetzt. Dreh zum Bildschirm, klapp auf, dreh ein. Lass dir ruhig Zeit für den Wechsel. Nimm immer die Füße mit, das ist wichtig. Jawohl. Schau gerne mit dem Kopf der Hantel nach. Rotier auf. Zur Pause, die Knie einfach auf den Boden, Gewicht kurz zurückziehen für die Dehnung. Und wenn es klingelt, komm mit mir sofort in den Stütz, mach dich fest, beginn wieder, los geht's. Runde 2 machen wir und wir schwitzen hier zusammen. Ich hoffe, euch tropft der Schweiß genauso wie mir. Ich hoffe. Versucht halt immer relativ schnell in die Übung reinzukommen. Nicht zu lang warten, dass ihr wirklich die Sekunden ausnutzt. Nimm die Knie auf den Boden, setz dich zurück. Atme durch. Letzte Runde, letzte Übung. Kommt. Handstütz, alles spannen. Let's go. Jawohl, jawohl. Nimm die Knie auf den Boden. Wir haben das Workout geschafft. Wir setzen uns zum Dehnen mit dem Becken nach hinten, lassen die Arme lang. Atme durch. Und dann beginnst du hier. Zieh mit der Nasenspitze über den Boden. Mach dich rund und diese Kreisbewegung führst du 5-6 Mal hintereinander aus. Ganz entspannt, ganz ruhig. Ja, wir versuchen unseren Körper jetzt wieder zu beruhigen, uns zu entspannen. Tief einatmen, ruhig aus. Und beim letzten Mal bleib hinten und komm mit so einer Schüttelbewegung einfach mal langsam hoch in den Stand. Wir stellen unsere Beine zum Abschluss in eine große Grätsche. Wir stretchen uns nach rechts, nach links, nach rechts unten zum Fuß. Nach links unten. Ihr könnt an jeder Stelle so zweimal nachfedern. Lasst uns das nochmal wiederholen. Hier nach rechts lang. Oh, was ein schönes Gefühl. Alles geschafft. Und jetzt zieh dich einfach nur nochmal gerade hoch. Atme nochmal tief ein. Wenn du ausatmest, gehen deine Hände an den Boden. Die Füße weit nach hinten hinstellen. Und wir stretchen uns nach hinten raus. Du kannst von der Fußspitze dich leicht zur Ferse schieben. Lass nochmal ganz entspannt den unteren Rücken in die Dehnung gehen. Die Beinrückseite, den Po für 4, für 3, für 2 und einmal. Perfekt. Wir gehen mit den Händen an die Knie. 4 Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war sozusagen jetzt nochmal eine Ausschau auf mein neues Programm.
Ich habe, wenn ihr euch den Plan ausdrucken wollt, gerne, wie gesagt, hier auf der Seite www.felletech.de. Da könnt ihr klicken. Das ist der Homeworkout-Plan. Und ich habe eine Übung weggelassen, damit ich es jetzt ungefähr in einer guten halben Stunde mit euch schaffe. Danke fürs Mitmachen. Es gibt kein Codewort. Ihr könnt mir einfach nur eine Nachricht hinterlassen. Da würde ich mich freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich. Bye, bye. Lasst uns unter die Dusche gehen.